Jetzt müssen wir einfach mal aufhören jammern. Sonst gewöhnt man sich nämlich noch dran. Zum Beispiel der Export. Wer hat eigentlich behauptet, dass der Schweiz so schlecht geht, so ist gar nicht, wie alle behauptet. Hör mal auf. Der Schweizer Export hat doch überhaupt nicht, ich meine, sind wir ehrlich, in gewissen Bereichen, da sind wir schon gar führend. Stichwort kriminelle Ausländer. Zur Herstellung von einem kriminellen Ausländer braucht es ja zuerst einmal einen Ausländer. Das ist logisch, oder? Wenn es jetzt aber zum Beispiel auf dem Land naturgemäß weniger Ausländer gibt als in der Stadt, kann man sich da notfalls auch mit einer anderen Konfession behelfen. Machen wir mal ein Beispiel. Unser Ausländer, sprich also zum Beispiel der reformierte Nachbar, fährt in der Nacht mit dem Velo ohne Licht durch ein Quartier durch. Im Hosensack hinten findet man ein Päckchen Zigaretten und ein Briefchen zu Handhölzchen, sagen wir, vom Bahnhofbuffet. Ui, das ist jetzt aber schon mal höchst verdächtig. Da bringt man dann schon mal wegen mindestens 5 Vergehen vorsorglich an den Gitter. Oder mindestens einmal einen Beichtstuhl rein. Erstens, Diebstahl vom Velo. Zweitens, Fahren ohne Licht. Drittens, Rauchen im öffentlichen Raum, also das Bahnhofbuffet. Viertens, versuchter Einbruch. Ja, was hat der so schlungen sie in der Nacht um 2 in dem Quartier suchen? Und fünftens anschliessend die vereitelte Brandstiftung, weil der hat jetzt Zündhölzchen wahrscheinlich nicht gerade zum Spass hinpackt, der hure Viehteufel, der. Sind wir ehrlich, von Hehlerei, Menschenschmuggel und vorsätzlicher Tötung mit der Absicht zu Organhandeln mit irgendeinem russischen Anderhändler ist da noch nicht einmal drin. Wenn wir jetzt also so einen Ungläubigen einmal so weit, also quasi in flagranti kriminalisiert hat, dann steht einem Export an sich nichts mehr im Weg. Sobald Frachtpapiere ausgestellt sind, ab, weg, zurück in die Heimat. Gut, das kann natürlich nur dann reibungslos funktionieren, wenn man vorgängige Rücknahmeabkommen mit der jeweils entsprechenden Kirchengemeinde abgeschlossen hat. Das ist schon klar. Ein weiterer höchst sensibler Punkt in dem Moment sind die Wetterprognosen für die Flugrouten. Das ist sehr wichtig. Man sollte vereinzelt schon Todesfälle gehen auf dieser Transport. Das kann durchaus, das kann natürlich einmal passieren. Ne? Aber, und da sind wir also stolz drauf, das Wetter ist also noch nie geschaltet gewesen. Und bitte im Fall vom Nachbau würde sich jetzt sowieso nicht lohnen, ein Flugzeug zu nehmen. Auf Herisau raus. Also diese Use kann man jetzt wirklich auch noch mit dem Appenzellenbindli ausschaffen. Aber die allergrößte Gefahr sind alle Unauffälligen und vor allem die anpassungswilligen Reformierten. Da muss man unheimlich gut aufpassen, weil wenn alles schief läuft und so ein Herd wieder erwarten gleich hat, zum Beispiel einen Rosenkranz betten, dann muss man im schlimmsten Fall schon gerne ein schweizerisch-katholisches Kirchengesangsbuch teilen. Dann haben wir ein Problem. Ja, dann haben wir ein Problem, weil da kommt ja dann die ganze Problematik mit dem Familiennachzug, da kommt ja dann erst noch der Zwang. Dann wissen Sie doch, wie es läuft. Wenn der Vater einmal darf im Kirchenchor mitsingen, dann geht es nicht lang und der Junge will das Rauchfass schwingen. Auf Deutsch gesagt, wenn Sie einmal den Messwein geschmeckt haben, dann bringst du ihr Sakrament schlicht noch einmal aus der Sakristei raus. So sieht es doch aus. Gut, ich glaube, das Prinzip ist klar. Die Logik ist hinlänglich verstanden. Wenden wir das Ganze jetzt einmal an aufs gesamtschweizerische Exportwesen. Vielleicht an dieser Stelle mal ein paar repräsentative Zahlen von der letzten Erhebung.
Ende 2011 sind rund 6100 Personen in Schweizer Gefängnis gehockt. 71%, also etwa 4300, sind Ausländer gewesen. Also über kurz oder lang exportfähig. Das ist schon mal eine ziemlich klare Quote. Auf der anderen Seite gibt es aber gleich noch 29% Schweizer Delinquenten, die immer eine unverantwortliche, ja immer eine unchristliche Art und Weise umgerechnet etwa 1250 Ausländer den Gefängnisplatz wegnimmt. Muss man sich einfach einmal vorstellen. Es gibt grundsätzlich zwei Varianten, wie man die Ausländerquote in Schweizer Gefängniszweck später im Export noch ein bisschen anheben könnte. Erstens, alle Schweizer Fälle werden neu aufgerollt. Alles, was unterhalb von vorsätzlicher Tötung ist, hat schlicht keinen Anspruch auf eine Haftstrafe. So wäre zusätzlich mindestens weitere 1000 Plätze frei. Oder zweitens, die vielversprechender und auch effizienter Variante. Man entzieht allen Schweizer Gefangenen die Staatsbürgerschaft und hat so in eidgenössischen Gefängnis auf einen Klapp 100% Ausländer. So. Gibt's noch Fragen? Hä? Bitte? Was? Woher ich das mit den neuen Ausländern die könnt exportieren? Hä? Ja, das ist doch möglich, die können sich frei entscheiden. Häden, Gas, Herisau, Hongwil.